Hallo und willkommen zurück, meine Lieben, bei unserem Let's Play zu Darkest Dungeon, bei dem sich schon wieder ein bisschen was verändert hat. Und zwar, es gibt jetzt einen Marktplatz sozusagen für die Büsten, Bilder und so weiter. Man kann jetzt tauschen. Also beispielsweise zwei Büsten gegen drei Wappen. So, kann man jetzt tauschen, ne? Ist natürlich nicht schlecht, kann man sich die Gebäude aufrüsten, wenn mal zum Beispiel Büsten fehlen oder Wappen, kann ich sie gegen was anderes tauschen. Das zum einen und zum anderen. Man kann sich jetzt hier auch die Kutsche verbessern und bekommt dann schon erfahrenere Helden. Geht aber erst, wenn man die Schmiede, Gilde und so weiter verbessert hat. Okay, wir haben drei Plätze frei. Wir könnten uns holen eine Barbarin, Kreuzfahrer, Grabräuber. So, nach Klasse. Okay, ja, muss jemand ein bisschen entstresst werden. Noch jemand? Krankheit. Haben wir noch gar keine Barbarin hier. Barbaren sind eigentlich nett. Wobei sie müssten wir... Ja, da müssten wir noch zwei Sachen lernen lassen. Weil das Betäuben ist schon ziemlich wichtig. Ja, aber wir holen sie uns mal. Dass wir sie auch haben. So. Die lassen wir mal noch weg. So, okay. Das habe ich euch gezeigt. Da, zack. Wo war unsere Kranke? Die Buhon. Tollwut. 650, okay. Den Max müssen wir ein bisschen entstressen lassen. Launenhaft, Furcht vor Menschen. Okay, da ist relativ egal, was er macht. Es geht alles. Oh, ihn hier. Schlechtes Gewissen, Furcht vor Menschen. So. Mazaru, 3 Punkte. Ja. Also, du gehst da rein. Hatten wir noch jemanden, der sehr stark... Max ist erledigt, okay. Du gehst... Es geht saufen. Ja, saufen geht. Mazo geht saufen. So. Hier noch was verbessern. Oh, hier können wir die nächste Stufe erreichen. Noch nicht, nee. Okay. Dann sind die soweit hier vergeben. Ach, Max, du musst ja noch. Du gehst. Nee, falscher Knopf. Du gehst mir ins Kloster und gehst beten. Ja, du möchtest bedienen, das wusste ich schon immer. Okay, die Gilde. Hier schon was verbessert? Ja, okay. Okay, dann neues. Neues Glück, also die Grabräuberin haben wir jetzt nicht rein. Eine mittlere Lehrling. Einmal den Nekromantenlehrling töten. Dafür gibt's Siegel des Märtyrers. Mehr Schaden, mehr Crit, mehr Widerstand, aber weniger Ausweichwertung. Hier gibt's Stiefel. So wie ich das sehe, bräuchten wir eigentlich Wappen, ne? Haben wir am wenigsten zurzeit. Was haben wir im Labyrinth? Was ist das für die Vestalin? Minus Stress plus Heilung. Chance auf Betäuben, Geschwindigkeit weniger. Hier gäbe es aber Wappen und Bilder. Prinz der Schweine töten. Hier gibt es nur Bilder. Im Wald gibt es Wappen, Bilder, Mittel. Einmal die runzlige Hexe töten. Aha, plus 20% Schaden, minus Geschwindigkeit plus Stress. Meereshöhlen. Hier gibt es Wappen, so eine kurze. Hm.
Ich würde sagen, wir machen eine mittlere Mission im Labyrinth und holen uns den Prinz der Schweine. Das ist eine Stufe 1 und wir gucken mal, dass wir ein paar Leute auf Stufe 3 bekommen, würde ich sagen. Oder zumindest verbessert auf Stufe 2. Also, ich selber bin nicht da. Dann hätten wir ihn hier. Wir hätten hier das Klopperchen, wo ich mitnehmen würde. Wir würden mitnehmen die Bardin und eine Heilerin. Und zwar Nathalie. Das ist okay soweit. Ja. Also Nathalie geht mit. Der Barde geht mit. Dann nehme ich mit Klopperchen. Ja, der hat nur Betrüger als Negativen, das ist gut. So, dann. Ich habe ihn hier oder ihn hier zur Auswahl. Der kann zwei treffen. Ja. Ja, wir probieren es mal mit der Gruppe hier. Genau. So. Trinkets. Gibt es irgendwas Spezielles? Betäuben bringt uns hier nicht weiter. Mehr Schaden, Ausweichwertung schlecht. Oh, für den Aussätzigen. Er kriegt mehr Heilung. Er macht mehr Schaden. Das ist beides gut für ihn. Kriegt er beides. So, er hier. Haben wir für dich was? Mehr Fernkampf. Widerstand gegen Betäuben. Okay, können wir mit leben. Der Bade. Gifthauch. Mehr HP. Mehr Schaden. Tugend, Stress schon. Nee, wir nehmen das hier. Bisschen mehr HP macht beim Schaden, Baden gar nichts. Mehr HP, genau. Betäuben. Nahkampf ist völlig unrelevant hier. Schaden. Plus Chance auf Tugend. Die Geschwindigkeit geht runter. Und Widerstand. Ja, ein bisschen das und ein bisschen weniger Stress. Das ist okay. Sehr schön. So, dann auf zum Gepäck. Okay. Ah, das müsste reichen. Drei davon. Zwei Schüsseln, zwei Weihwasser. Ach. So, ja, nee, die nicht. Weg damit. Gut. Dann brechen wir auf mit dieser Gruppe. Geht's los. Die Todesrituale des Blutopfers sind nur schwer zu meistern. Those from beyond require a physical battle if they are to make the crossing into our reality. Die Wesen aus dem Jenseits haben übrigens einen Wirtskörper, um in unsere Realität überzuwechseln. Memoiren des Vorfahrens, der Prinz der Schweine. Ich bin gespannt, was uns bevorsteht im Labyrinth. Gegen den Schweineprinz. Wenn er das hier ist, sieht er ja sexy aus. Ich bin etwas erotonisiert. So, wer noch nach irgendwelchen Helden benannt werden will, einfach seinen Namen in die Kommentare schreiben zum Video. Bitte die Klasse auch dazu. Und dann wird er in einem der nächsten Let's Plays auch mit auftauchen. So wie jetzt zum Beispiel ja Klopperchen mit von der Partie, so Natalie. Aber ich übernehme keine Haftung, dass ihr niemals bei uns im Dorf nicht auf dem Friedhofen landet. Genau, dann schauen wir uns mal an, wie es jetzt weitergeht. So, los geht's. A nameless abomination. A testament to my failures. It must be destroyed. Gut, also.
Okay, also der Prinz der Schweine wird in einem der hinteren wahrscheinlich hier oder da beginnen. So. So, das ist gut. Den lassen wir weg. So, los geht's. Und gleich mal eine Falle, aber ausgewichen. Bisschen Stress. Licht an. Und hinein. Also da war so eine Falle auf dem Weg. Und nix. Und kein Erkunden. Okay. Dann weiter zum nächsten Raum. Schon wieder eine Falle. Zwei Schaden, sie blutet für sechs. Nee. Ich will nicht, dass sie blutet. So, nächster Raum. Und. Okay, wir haben sie überrascht. Das ist schon mal sehr gut, weil diese Kammler da hinten ist. Bäh. Getroffen, aber sie widersetzen sich der Blutung. Okay. Probieren wir den hinteren wegzumachen oder geht man auf die Vater. Jeder wird getroffen, okay. Du versuchst die ersten zwei zu treffen. Sehr gut. Schaden haben wir nicht groß. Sehr schön. Okay, nur der Trommler hat überlebt. Geht. Dann. Boah, kritisch 12. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Nochmal auf Trommeln auf die Heilerin. Das hält sich alles in Grenzen. Kommt ja nicht hin. So, wie viel? 21. 25. Sehr schön. So, du machst die Leichen weg. Gut so. Und du versuchst ihn zu erwischen. Sehr gut. Guter erster Kampf. Wenig Schaden. Wegen Stress. Okay. So, du mach das hier auf. So, jetzt haben wir den bekommen. Heilfähigkeiten plus 15. Sehr gut. Stein, der uns gefällt. So, was kommt hier? Okay. Ah, hier ist der Prinz. Okay, wir gehen ja. Können wir auch so gehen im Endeffekt. Ja. Wir könnten jetzt hier durchmarschieren, den Prinzen fertig machen. Aber wir gehen jetzt hier so weiter. Dann gucken wir hier dann mal rein bei ihm. Oder so haben das, ja. Okay, gehen wir nach oben, da haben wir einmal Loot und dann kommt ein Kampf mit Schatz. So, da wieder mal eine Fackel, sehr schön. So. Dann geht's in den nächsten Raum hinein. Oh, Hunger ist erst mal schon früh. Aber wir haben sie überrascht. Sehr gut. Schuss. Ah, nur leichte Treffer. Ah. Und er meint den mit vor. Super. Auf die Vorderseite. Der Block ist weg, jawohl. Für drei, weil wir nur vier leben. Also einmal kommt er dran. Das verfehlt sehr gut. Das ist okay. Das ist nicht so viel. Kugel mit Kette mit der ersten Schläge. Ja, zwei, okay. Obwohl, ne, lass mal ihn hier bluten. Ah, hat sich widersetzt.
Der 2 kritisch. Das war schon stressig. Schaden, okay. Sehr schön. Der Schnitt. 4 Schaden. Wow. Wieder 6 der Blutung. Da ist er. Stopp. Hol dir ihn. 16 Schaden. Das war geil. Das war cool. Halt mal. So. Ah, wieder der. 1, 10 Schaden. Na, Stress ist okay. Schieß auf ihn. Jawohl. Bind. Okay. Hatte Problem. Okay. Und Kiste. Essen, ja, gut. Normal, ne? Okay. Hier ist Loot auf unserem Weg und zu dem Raum, da dürfte nichts weiter sein. Knochenhaufen. Weihwasser, genau. A handsome reward. Okay, Weihwasser zurückbekommen und noch 2 Büsten dazu. Super. So, der Raum war leer, das müssen wir vorher schon. Blut, leer. Kampf. Hier runterwärts. Hätten wir hier einen Kampf auf dem Weg. Und okay, so gehen. Ja, hier lang. Bräuchten wir Bandagen, derer haben wir nicht. Und hier ist nochmal Weihwasser. If only treasure could staunch the flow. Mit viel Gold, aber weiterhin Wappen, die brauchen wir ja. So, er erkundet wieder. Also wir können jetzt hier rum, dann haben wir einen Kampf, 2 Kampf und haben dreimal Kuriosität. Dann könnten wir hier schlafen, zum Prinz gehen. Oder wir gehen hier, bis hier, Pause, gehen hier rein. Auf dem Weg hätte man Schatz und Mut. Hier haben wir 1, 2, 3, über 2 Kämpfe haben wir hier auch.